Hallo, ich bin Christian Solmecke, Rechtsanwalt und Partner der Kölner Medienrechtskanzlei Wildeburger und Solmecke. Und Jakob sitzt wieder neben mir. Hallo, Hallo Jakob. Christian. Und das zeigt euch, dass wir heute wieder die aktuellen Fälle besprechen. Diesmal einen dickeren Brocken, muss ich sagen. Die Akte ist erstens schon sehr dick ja. Und auch rechtlich ist das nicht so ganz einfach. Es geht um Open-Source-Software genau. Und unter welchen Bedingungen die verwendet werden kann oder möglicherweise auch nicht verwendet werden kann. Mhm. Vielleicht schilderst du mal kurz den Fall, Jakob. Ja, okay. Also unser Mandant, der sitzt in Russland und hat eine Open-Source-Software programmiert, mit dem man ganz einfach Internet-Shops betreiben kann. Also man ja. Muss sich nur die Software installieren und kann dann seinen Shop eröffnen. Und er hat diese Software, weil er sagt, ja, er möchte den möglichst vielen Leuten zur Verfügung stellen, unter eine sogenannte Open-Source-Lizenz gestellt. Welche war das? Das ist die GPL Version 3. Also ah, das ist die GPL, ja. Genau, die relativ bekannte Open-Source-Lizenz. Ja. Aber er hat gesagt, ja, aber er möchte schon irgendwie so ein bisschen davon profitieren, dass er die entwickelt hat, und hat gesagt, er hat die zusätzliche Bedingung, für die Verwendung meiner Software durch andere ist, dass die einen Hinweis aufnehmen, dass die Software von mir ist. Ja? Also die müssen unten in so einen Link, so ein Link einsetzen, powered by XY. Das heißt also, er hat die GNU GPL oder GPL-License leicht abgewandelt. Genau, ist das, also er hat die genommen und drunter noch einen Satz gesetzt. Ja, ist das erlaubt? Das ist erlaubt, das erlaubt die Lizenz selbst und auch die Gesellschaft, die diese Lizenz ja mal entwickelt hat, hat gesagt, das ist absolut in Ordnung, was er gemacht hat. Okay. Und die Lizenz ist ja übrigens kostenlos, kann man auch nur genau. Jedem empfehlen, der was Open Source, also frei der Gemeinschaft zur Verfügung stellen will, der sollte solche Lizenzen nehmen. Creative Commons ist noch eine Parallellizenz. Genau, aber für Software ist dann eher die GNU dann interessant. Geeignet. Und ja, in dem Fall ist es dann so, dass ja die GPL grundsätzlich dann so ist, dass alle Leute diese Software verwenden dürfen, wenn sie die eben unter der gleichen Lizenz weiterverbreiten. Mhm. Das ist die einzige Bedingung eigentlich. Mhm. Ja. Und ja, jetzt hat er festgestellt, es gibt einen anderen Hersteller, der nimmt seine Software, hat die etwas leicht abgewandelt und vertreibt die jetzt an Kunden, ja, aber auch unter Open Source, also kein Problem. Aber das erste Problem ist, der wird dieser Hinweis nicht aufgenommen, den er ja sozusagen vorschreibt. Das ist ja für ihn sozusagen der Lohn für die ganze Geschichte, genau. Dass er sagt, ich kriege einen Backlink oder zumindest eine ordentliche Namensnennung. Ja. Ja, und wenn das fehlt, dann haben wir das jetzt dieser Softwareanbieter oder diesem Store, dem E-Commerce-Store mitgeteilt. Genau. Was sagen die? Die sagen, nein, das ginge nicht. Man könnte nicht so eine Open-Source-Lizenz modifizieren. Man könnte dann nicht sagen, eigentlich mache ich alles frei, aber dann wieder eine Bedingung drin haben. Das ist natürlich vollkommener Quatsch. Das ist gerade erlaubt. Jeder darf seine Werke unter der Lizenz anbieten, die er möchte. Und da kann er auch eine GPL-Lizenz abwandeln, gar kein Problem. Das zweite Problem ist, was die machen. Die veröffentlichen die noch nicht mal unter der GPL, sondern unter einer LGPL, das ist eine leicht abgewandelte Version. Ja. Und das ist nicht erlaubt. Also wenn man eine Software nimmt und die unter GPL veröffentlicht ist, darf man die nicht unter einer anderen Lizenz veröffentlichen. Die muss auch unter GPL. Also mehrere Fehler hier von, ja, wir sagen vom Gegner gemacht worden. Ja, also von dem, der hier die Rechte unseres Mandanten verletzt. Du bist jetzt mit der Klage beauftragt worden. Genau, also die haben sich jetzt außergerichtlich gar nicht drauf eingelassen, auch relativ dünne Argumente da geliefert, und jetzt haben wir gesagt, jetzt müssen wir einfach klagen, weil anders kommt unser Mandant nicht zu seinem Recht. Ja, also für euch nochmal der Hinweis, Open-Source-Lizenzen sind ernst zu nehmen. Das ist nicht wischiwaschi, das heißt nicht, wenn etwas unter eine Open-Source-Lizenz gestellt worden ist, dass ihr dann machen könnt, was ihr wollt. Lest euch den Lizenztext ordentlich durch, denn wenn man dabei Fehler macht bei der Verwendung oder wenn es zusätzlich gibt, wie in diesem Fall, dann kann man abgemahnt werden. Und dann ist das wie jeder normale Vertrag auch. Ja, hier am Rand seht ihr noch die anderen Videos, die wir dazu schon gemacht haben. Ihr könnt euch also dazu auch noch informieren. Wir würden uns freuen, wenn ihr unseren Kanal abonniert und beim nächsten Mal auch wieder mit dabei seid. Einstweilen viel Spaß mit unseren Videos. Tschüss und bis dahin. Tschüss.